sind also jetzt hier schon beim Aquarium angekommen, wo man mal gerne mal das Angeln ausprobieren würde. Ja? Ich warte auch schon sehnsüchtig drauf, also ich werde 3 Wochen mit meinem Freund Frau Bismarck mal gucken, ob wir ein paar Dorsche in der Uferlinie kriegen. Nicht mehr lange, ab Mitte Dezember darf ich dann auch wieder die Meerforelle mir vornehmen. Ja, wir haben 3 Arten derzeit drin. Das hat damit zu tun, wir würden gerne mehr zeigen, aber dass wir eben den Dorsch drin haben, der so furchtbar gefräßig ist. Wir haben, als wir das Becken einrichteten, mehr Bodenfische gehabt. Die haben sich nicht gehalten, die Dorsche wurden immer dicker, die Bodenfische immer dünner. Wir haben dann gefüttert, damit die Bodenfische was abkriegen. Das hat nicht funktioniert. Selbst nicht mit dem Rohr, wenn man das Futter auf dem Boden lässt. Kam man einen Dorsch da an und wollte das Futter und hat dann aus Versehen da einen Seeskorpion gegriffen. Der machte seine Flossen auf, dann steckte der da drin, in den Maul von dem Dorsch. Musste einen Taucher reinschicken, der das Tier rausholen. Nein, also wir haben dann gesagt, bis auf den Steinbutt, der sehr wehrhaft ist, den können wir drin lassen als Bodentier, dann nur noch den Dorsch. Und oben drunter den Hornhecht. Tiere mit grünen Gräten werden wir kennen, die sie schon mal gefangen haben. Es gibt sie auch beim Fischer. Man kann eine Menge daraus machen, man kann sie räuchern, kochen, alles was mit anderen Fischen auch geht. Das heißt, oft wäre einer der besten Speisefische, das sehe ich nicht so, aber man kann ihn ab und zu mal bieten. Sie kommen auch hier zu uns in die Bodden zum Laichen. Und da gibt es immer so eine interessante Faustregel. Der Hornhecht kommt, wenn der Raps blüht. Und dieses Jahr kamen die ganzen Angler, als der Raps blühte, aber der Hornhecht war weit, es geht schon durch. Ja, also manchmal, dieses Jahr war typisch dafür, ist eben irgendwie das Wetter wirklich total durcheinander. Dann also, Entschuldigung, der Dorsch ist doch, was landläufig bei uns, Seelachs. Nee, Seelachs wäre auch nicht. Kabeljau. Man sollte auch eigentlich keine Trennung machen. Also der erste Fischbiologe, den wir im Boot hatten, nicht gemacht. Denn wir sagen, es ist alles ein und dasselbe. Dann hat man einen, der gesagt hat, nee, man kann die Population unterteilen. Ostsee ist der Dorsch, Nordsee ist Nordatlantik, ist der Kabeljau. Genetisch lässt sich das nicht nachweisen. Das ist abseits. Ja? Man kann vielleicht da eine Größenunterteilung machen. Ostsee bis zu einem Meter und alles andere in den Nordatlantik bis 1,60 Meter länger. Aber genetisch ist da eben nicht, kein Unterschied drin. Und dann haben wir also unten auf dem Boden den Steinbutt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehe ich jetzt auf Anhieb. Eigentlich sind es 8, also 2 haben sich noch ganz gut getan. Ja, da ist noch 4 Stück. Nummer 7 sehe ich auch schon gerade. Ja, und Nummer 8 liegt hier ganz vorne. Es könnte sogar noch einer hier unten, das wäre dann Nummer 9. Wir hatten noch mal 10. Dann merkt man plötzlich, wie toll der Steinbutt sich schützen kann. Ja, einfach durch Veränderung ist er frei. Der macht das super. Wir werden nachher noch einen sehen, der hat eine andere Farbe. Alles was schwarz-weiß ist. Aber er stellt das genau ein. Nachdem wir raus und in die Nordsee legen, dann hat er eben die Farbe dieses Untergrundes. Ja, nächste Station ist das Schädel hier. Yeah.